down. So, herzlich willkommen zum ESL Thinkfast Razer League Finale in dem Qualifiers 4 zwischen Borderish Gaming und Northern Lions. Borderish Gaming mussten sich relativ schwierig eben gegen Team Sojasauce durchsetzen, was sie erst später gewonnen hatten und es durchaus teilweise knapp war, aber am Ende hatten sie eine plus 30.000 Gold Lead dann im Endeffekt. Northern Lions hatten eben gegen IG, gegen Indie Gaming gewonnen mit einem Anti-Mage, der einfach so lange gefarmt hatte und dann irgendwie einfach die Basis gerannt ist, das ganze Team getötet hat und dann GG gesagt hat. Irgendwie relativ überraschend, aber war nicht überraschend, aber es war halt so ein klimatisch, so ein Farm. Ach übrigens, lass uns mal das Spiel beenden, zack, tot. Halt Anti-Mage-Dings. Nach 25 Minuten, Borderish Gaming haben glaube ich 40 bis 45 gebraucht mit einem Gyrocopter und Gedöns. Venture Spirit und sonst irgendwas war dabei. So, wir haben jetzt Northern Lions. Standard Buns, aber Skywrath Mage und Ogre Mage werden diesmal aufgeteilt. Und Ogre Mage Medusa soll es sein. Also eine Bloodlusted Medusa, die alles zerschießt, was hier vor die vielen, vielen Augen kommt. Klingt eigentlich relativ funktionierend so bisher. Also das Ogre Mage ist der zweit- bzw. erststärkste Support, den ich so im Spiel sehen würde. Zusammen mit dem Skywrath Mage. Dementsprechend super und dadurch, dass. Also Medusa Pick ist nicht mehr wie früher ein, okay, sie gehen auf Late Game Hard Carry, wir können sie countern. Sondern im Prinzip spielt sowieso jetzt jedes Team mit einem fetten Carry, dann kann man den auch am Anfang picken. Und besonders da Medusa sehr gerne gebannt wird, zusammen mit Spectre und oder Morphling, ist es hier ein sehr schöner zusammener Pick. Center Warner ist von Northern Lions. Funktioniert. Sehr, sehr gut. Und auch mit Skywrath Mage haben sie früh ziemlich viel Potenzial, Kills zu machen. Besonders mit Mistral, mit Astral Seal und dem Stun des Center Warrener. Borderish Gaming bannt Anti-Mage, der im letzten Spiel für Northern Lions so gut funktioniert hatte. Ja, Titan und Ancient Apparition, die ähnlich gut dabei waren für Borderish Gaming, gebannt. Und der letzte Bann von BDG ist ein Void. Ja, ich wollte gerade sagen ein Void. relativ offensichtlich so ein bisschen. Nun gut. Borderish Gaming werden wahrscheinlich einen Offlaner picken, der eine Art von irgendwie Medusa supporten kann. Also entweder ranhalten oder einfach auch Space createn. Clockwork könnte ich mir durchaus vorstellen. Andererseits ist da noch ziemlich viel anderes dabei. Centaur, Tide und Void sind raus als Offlaner. Da werden wir immerhin irgendwas anderes mal sehen. Wir werden noch einen Spiritbreaker oder sowas sehen, aber ich glaube, das ist zu wenig alleine. Aber, es sind auch noch ein paar Supports drin. Sand King könnte ich mir gut vorstellen. Ein sehr, sehr starker Support, wie ich finde. Und wenn sie sowieso farmen, können sie auch im Jungle farmen. Bei Magi sollte alleine die Lane, wenn sie Lane Harrison wollen, für den Centaur wollen, kann Ogre Magi das durchaus alleine machen. Gegen den Cent. Eigentlich eine relativ gute Wahl. Wilder durch Gaming könnten hier auch mit einem Iraner gehen als gute Offlane. Und supportend. Auch defensiv mit Moonlight Shadow gut für die Medusa. Tja, aber halt auch Sand King oder einen Jungler, einen Enigma vielleicht. Wäre für Borderish Gaming durchaus drin. Denn Ogre Mage mit 3 HP-Regenerationen und durchaus einigen Möglichkeiten an Harris kann den Center Warner durchaus alleine beschäftigen. Dasselbe gilt für Skywrath Mage, der zum Harrison ziemlich gut ist. Ähnlich wie der Jakiro, der auch noch im Pool ist. Von daher könnten auch Northern Lions hier ein bisschen greedy gehen. Aber Borderish Gaming pickt die Vengeful Spirit, die sie im letzten Spiel am Ende doch ganz gut benutzt hatten. Im Anfang habe ich nicht gesehen. Dementsprechend Ogre Mage Venture Spirit, ein sehr starkes Support-Duo, was rotierend sehr stark ist. Und da kommt tatsächlich der Sand King von Northern Lions. Und das ist einiges an Stun, auch an Stunlock und an Damage over Time vom Skywrath Mage Ulti damit. Okay, das ist Damage over Time ist eigentlich per Definition auch was anderes.
als die Astral Flare. Mystic Flare, Astral Seal, hin und her. Aber ja, beide Seiten, extensive Stunts, sehr, sehr viel los hier. Und ich glaube, das wird ziemlich brutal in Teamfights im ersten Spiel hier, im ersten Spiel in den Haus laufen. Beide Teams, rein technically geht es für beide Teams hier um nichts. Bordertech Gaming haben mindestens 70 Punkte schon übrig, wenn nicht 100, wenn sie das gewinnen und sind, und sind bisher in der Leiste. Wo sind sie? Ich glaube nicht, dass sie schon mal dabei waren. Sieht nicht so danach. Doch, Border Games Gaming haben das erste Mal, waren sie so ein bisschen blöd gelaint. Dementsprechend hier nur 10 Punkte, aber jetzt schon mit den 70 Punkten sind sie auf jeden Fall weiter. Und Northern Lights sind sowieso am Platz 1. Haben die insgesamt Platz 1 sogar sicher. Von daher geht es hier tatsächlich um nichts, außer um das Qualifier 4 zu gewinnen. Beide Teams sind in der Gruppenphase der ESL ThinkFast Razor League weiter. So, Batrider Invoker haben wir noch gesehen. Pax lag gebannt. Batrider sollte damit relativ gut reinpassen, denn wenn er ein Target findet, wird dieses Target definitiv gestunlockt werden und von der Medusa auseinandergenommen werden. Northern Lions gleichermaßen, sie haben den Invoker für den Sunstrike und können sehr, sehr viele Early Kills machen mit dem Central Warner Sand King Stun. Und auch der Sand King Stun sollte ausreichen, um da mit einem Sunstrike ein Follow-up zu machen. Und durchaus frühe Kills und frühe Ganks könnten wir von beiden Seiten sehen. Was sehr, sehr spannend ist, sehr aktives Lineup, sehr viele Rotations und sehr viel Killing Potential early on. Im Late Game müssen Northern Lions jetzt liefern, sie haben noch den Carry, der gepickt wird. Es könnte ein Spectre sein, es könnte ein Morphling sein, es könnte ein PA sein. Weil PA gegen Medusa vielleicht nicht die optimalste Wahl ist. Könnte durchaus ein Morphling sein, könnte aber auch ein Spectre sein, der vielleicht mit dem Batrider die bessere Wahl ist. Andererseits könnte Morphling gegen den Batrider an sich, also für die Initiation, die bessere Wahl sein, obwohl der Spectre dann dementsprechend auch entweder reinhornen kann oder auch die Supports auseinandernehmen kann. Und Silencer ist dann ein Hero, der vielleicht, wo vielleicht der Morphling besser wäre. Denn je nachdem, wie der Silence läuft, könnte es sein, dass der Spectre dann insgesamt 10, 14 Minuten nicht reinhornen kann, was den Teamfight quasi vorbei macht. Aber auch ein bisschen greedy von Borderlash, finde ich. Also so Early Game, Silencer, Medusa, Venge for Spirit Ogre ist ein starkes Support, du wirst roamed, aber von den Quars sehe ich jetzt exakt nach 10 Minuten nicht so viel Starkes. Klar, Batrider wird dann online kommen, aber Silencer, Medusa sind zumindest nicht so dafür bekannt, im Gegensatz zu Invoker oder Center Warner, dass sie halt wirklich dann 10, 15 Minuten das tun können. Von daher könnte es gut sein, dass Northern Lions sie einfach durchstompen. Genauso gut kann es aber sein, wenn sie es nicht schaffen und wenn sie nach 30 Minuten nicht mehr als irgendwie Rex haben, dann kann sich das Ding sehr, sehr schnell turnen. Denn Late Game, Batrider, Silencer, Medusa, richtig scary Combo. Und klar, Epicenter kann man reinwerfen, etc. Warner, Invoker Combos ist schon noch möglich, aber es ist schon durchaus schwierig. Das Lineup von Borderlands Gaming ist sehr scary im Late Game. Frage ist, ob sie da hinkommen. Und bin gespannt, ob Northern Lions in der Hinsicht dann dementsprechend auch einen Carry pickt, der früh fighten kann. Das Teammatch wäre hier tatsächlich perfekt, aber der ist gebannt. Dementsprechend eventuell ein Morphling oder vielleicht sogar was richtiges Aktives wie ein Slader oder sowas. Und es ist eine Luna, das passt auch sehr gut. Denn auch eine Luna kann früher mitfighten als manch anderer Hero. Bin ich gespannt, Luna Games sind immer cool. Bonus Damage freuen sich viele Leute drüber. Dementsprechend wird das Game Call auf jeden Fall cool. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Spiel. Finale, erstes Game von dreien oder von zweien. Da kann uns einiges erwarten. Auch einiges an Plays möglich. Batrider, Sand King, Center Warrunner. Einige Heroes, die viele Plays machen können. Okay, auf der Seite von Northern Lions haben wir CA auf dem Center Warrunner auf der Offlane. Ingman, die Carry Luna auf die Safelane trifft. Phantom XP in der Mitte auf dem Invoker und CyBT und Evasion auf dem Sand King und dem Skywrath Mage, respectively. Seite von Borderlash Gaming, Weed or Weed auf dem Batrider auf der Offlane, Fuji auf dem Silencer, der wohl in die Mitte gehen wird. Dog in the House carried die Medusa zusammen mit 4 und No More 4, passend, auf dem Ogre Magi und der Vengeful Spirit.
Borderlash Gaming wird erstmal ihren Jungle Defen gehen. Gleichermaßen hätte ich jetzt auch eher erwartet, dass sie da eher dem Sand King ein bisschen was wegnehmen. Aber das lohnt sich natürlich auch nicht so viel, da eine Sentry reinzustellen, denn am Anfang passiert sowieso nicht so viel. Aber richtig gewusst, Northern Lions gehen direkt mal im Dschungel gucken, was da so ist, denn auch Bat Rider hätte gerne ein paar Stacks. Aber es scheint ein frühes First Blood Attempt zu sein von Cyberteam und Evasion, die hier diese doch sehr sneaky und cheesige Taktik auspacken und erstmal nicht gesehen wurden. Das könnte gegen einen, ja, gegen einen Silencer in der Mitte tatsächlich relativ gut funktionieren. Denn Silencer ist nicht so wirklich bekannt für, naja, für wirkliche Evasion. So, und ja, Invoker bringt natürlich leider auch nichts auf den Table. Eventuell könnten sie bis Level 2 warten und einen frühen Cold Snap machen oder einen Sunstrike, aber ich glaube, sie wollen hier auf Level 1 gehen, wenn sie nicht zu lange warten wollen. Und ich bin mal gespannt, ob das klappt. Supports auf der Seite von Borderlash Gaming werden nicht dabei sein. Andererseits sollte es aber auch so vom Damage aus reichen. Allerdings will Fugi ja nicht wirklich hingehen. Aber Supports von Northern Line konnten nicht warten. Dementsprechend laufen sie hier ins Leere und kriegen eigentlich nichts von dem Gank hier. Außer, ja. Na, nicht mal mehr einen Creep aus out of range. Das lief nicht so gut. Hatten sie keine Geduld, beziehungsweise wollten auch keine Geduld zeigen. Allerdings eine Invisibility-Rune auf dem Sand King kann halt einiges tun. Besonders wenn er jetzt wieder in die Mitte kommt, aber das scheint nicht der Plan zu sein. Mit einem Batrider kann man mit einer Invis-Rune doch auch einiges tun. Die Frage ist halt, ob er wirklich hin will hier. Aber er ist zu früh, okay, wir machen Go hier. Stun ist raus, Slow ist da. Aber das könnte schwierig werden, aber sollte First Blood geben, ja. Sand King mit dem letzten Hit holt sich den First Blood. 500 Gold, Boots First. Früher ist damit auch sichergestellt. Schön gemacht mit der Invis-Rune. Und ja, war halt genug Damage da. Die Boots, die er Batrider First Pick gekauft hat, hatten da ihm nicht geholfen. Mensch for Spirit kriegt ein bisschen Harris vom Center Warner ab, der aber noch keine Boots hat. Dementsprechend kommt er da nicht so wirklich ran, hat 5 mehr Movement Speed. Das nicht ganz reicht, um da ranzukommen. Aber Center Warner kriegt hier einiges. Level 2 im Gegensatz zum Batrider, der hat noch, okay, Level 2 ist, aber. Ja. Kriegt ihr auch einen Pull eventuell? Ja. Kriegt den Pull-Through auf der Seite hin. Wenn erstmal nicht gespottet wird, von daher könnte da durchaus einiges tot sein. Aber jetzt wissen sie, okay. Wurde rübergezogen und haben sogar schon einige Creeps verloren, bevor die Supports da irgendwie überhaupt in XP-Range kommen konnten. Aber das stellt zumindest sicher, dass er da ein paar Creeps von abbekommt. Bad Rider mit einer Haste-Rune. Level 2 nicht so scary, aber zumindest nicht so einfach bekommenbar. Ja, dann schauen wir uns mal die Last jetzt an. Wir haben 12 auf der Luna, nahezu perfekt. Und warum habe ich das sortiert? Na gut. Also beide Teams farmen sehr stark, Mitte ist komplett even. Und auch die Offlanes sind ähnlich. Von den Leveln her, ja, Offlane einen kleinen Vorteil, aber sieht man nicht so wirklich viel. Wird auf beiden Seiten, oder auf der einen Seite erstmal gestackt. Freut sich natürlich der Batrider später drüber. WT holt sich hier erstmal die erste Wave zum Pullen. Muss aber sich mal beeilen, könnte eventuell schwierig werden. Ah, schafft nur einen Creeps zu holen. Das ist natürlich bitter für ihn. Besonders weil er halt das im Pull-Through machen musste und nicht stacken konnte. Das versuchen wir auszugleichen, indem sie hier einen Smoke-Gank machen. Eigentlich in die Mitte auf Fuji. Schauen wir mal, ob das erfolgreich wird. Muss halt low kommen. Bisher sieht es nicht so aus, als ob sie da rankommen. Fuji ist sehr defensiv hier, weil sie die Supports halt nicht sehen. Wird auch relativ klar, wo sie dann sind eigentlich. Ist dann hier. Frage ist, kommt er ran? Nein, kommt er nicht. Sollte vielleicht genau das nicht machen. Aber Sunstrike trifft tatsächlich und da können sie eventuell... Nee. Passiert nichts mehr. Richtig knappe Sache und nicht richtig, richtig greedy von Northern Lions hier, da wirklich unter den Tower zu diven. Aber es hat sich ausgezahlt.
Bisschen Creep muss sein. Dann kommen die Kills von ganz allein. Okay. Herr Centaur hält sich auch sehr gut hier. Level 4. Kann auch die 6 soweit contesten. Kriegt ein paar Creeps auch immer noch ab. Und auch noch sogar noch ein paar CS. Beim Batrider sieht es halt eigentlich ähnlich aus, wenn er nicht so ganz so viele CS hat. Die Frage ist halt, inwieweit sich das auf sein Blink-Tagger-Timing auswirken kann, denn er hat halt noch Stacks im Wald, was der Centaur nicht hat. Denn die werden wahrscheinlich dem Sand King sein. Jetzt sehen wir hier schon die erste Go. Das wird wahrscheinlich mit dem Loosen Beam ein Kill sein. Ja, wird ein Kill sein. Die Frage ist, ob Scarlet Mage danach rauskommt. Das sieht tatsächlich danach aus, wenn der Tower, ja, der Tower entscheidet sich nicht einfach mal so den Hit zu setzen, wo er eigentlich nicht hätte sein sollen. So, Mensch für Spirit. Wurde noch nicht gesehen, aber der Ogre wurde ja gesehen und dementsprechend hat sich sogar eine TP gekauft und sich einfach die Neutrals gesuicidet. Ist mal schneller daheim, stimmt schon. Show Fight Recap. 89 Gold hat sich verloren. Aha. Aber der hatte die Gold hatte er nicht, von daher. Alles nur Reliable Gold. Da technically eigentlich nichts verloren. Na gut. Ja, Central Warner hält sich gut. Batrider muss jetzt schon in den Dschungel gehen, auf Level 4. Hat immerhin da genug, um den Dschungel einfach und schnell zu clearen. Aber es ist trotzdem nicht ideal, derweil die Luna farmt weiterhin durch. Die Frage ist, es ist anscheinend kein Midas. Hätte ich hier mir durchaus denken können. Aber soll es nicht sein. Haben wir irgendein Midas Gaming hier? Schauen wir uns mal an. Eventuell die Medusa. Könnte durchaus sein, dass hier Midas online wird. 300 Gold. Weiß nicht, wenn, kommt es wahrscheinlich zu spät. Deshalb kann es ganz gut sein, dass es doch einfach Power Chats sind. Ja, kann hier durchaus konsistent Stacks bekommen. Und eventuell könnte er den sogar clearen. Aber das wäre sehr greedy, weil er dann sehr, sehr low ist. Derweil holt sich die Medusa einfach den Stack. Allerdings ohne Split-Shot ist es halt ein bisschen schwierig. Muss man auch sagen. Ah, hier keine Stacks für den Sand King, der sich jetzt halt unten einen Double-Stack gemacht hat und den wohl jetzt zum Triple-Stack machen wird. Ja, sieht passend aus. Das passt auch gut. Und ja, Portraits für Medusa, aber eine Midas für den Invoker. Der natürlich sehr stark davon profitiert. Haben sich wahrscheinlich Northern Lions gesagt, okay, zwei Midas sind vielleicht nicht so tolle. Luna braucht halt einfach auch die Items, um zu fighten können. Invoker kann das auch mit seinen Levels an sich. So, Center Owner könnte jetzt hier ein Problem sein. Erster Stun ist draußen, zweiter Stun kommt da passend dahinter. Und muss Stampede tatsächlich benutzen, um da wegzukommen. Oder hat sich entschieden, hätte noch Six Shots gehabt. Weiß ich nicht, ob das so unbedingt nötig ist. Aber sicher, sicher. Dass er da nicht noch irgendwas abbekommt. Und dann hier stirbt, weil das würde den Center Warner doch sehr weit zurücklaufen. Sind bisher noch niemand ist bisher von Borderlash Gaming umgebracht worden. Und das würde auch gerne, wenn das so bleibt. Ja. Man hat 500 Gold durch den ersten Tower. Ist auf dem Weg zum Blinkdagger, das dauert auch noch einige Zeit. Sind klar noch keine CS, aber 17 CS nach 8 Minuten auf der Offline ist schon relativ gut. Das hat Batrider halt auch, aber musste dafür den Dschungel rotieren. Dafür ist halt der Dschungel hier noch frei. Upsala. Auf den Kurier aufpassen, dass der nicht von Neutral Creeps umgebracht wird. Relativ bitter. Und ja, auch Sand King farmt sich hoch. Batrider kann jetzt wieder auf die Lane kommen, ist relativ weit zurückgetan, zurückgezogen. Kann sich wieder dahin trauen. Allerdings ist die Luna halt auch schon relativ fett. Batrider ist jetzt Level 6, 600 Gold. Aber die Luna ist halt Level 8, hat schon ihren Lifesteal. Und hat damit auch definitiv genug Sustain hier. Und auch genug Mana Regeneration, um halt einfach mal einen Level 4 Loosen Beam drauf zu werfen. Ja, okay, so Damage macht.
Durch so einen kleinen Carcassus-Shot kann man mal das Firefly forcen. So, Panic Mode activated, oh mein Gott. Aber kein Follow-up von Northern Lions. Ja, weiterhin viel Dschungelnutzung von Borderdash Gaming und hauptsächlich Jungling von Sand King, der jetzt seinen Blink-Digger-Zender hat. Aber auch kein TP, was vielleicht passendes Global Silence, um ihn da abzubrechen. Aber kriegen einen Kill auf den Silencer, aber verdienen einen Skywrath Mage dabei. Auf jeden Fall einen Trade, den Northern Lions gerne wieder nimmt. Haben auch den Global Silence in dem Sinne geforced. Was für einen nur einen Silencer vielleicht einen Cooldown von 120 Sekunden ein bisschen ungewollt an sich ist. Da kommt nochmal viel gerade rechtzeitig, um hier den Pull zu unterbrechen. Eventuell sogar schon so, als dass es nicht gesehen wurde und sie einen Sentry hierfür benutzen wollen. Gepinkt wurde. Kann durchaus sein, dass sie da Sneaky nochmal viel nicht gesehen haben und gedacht haben, dass da irgendwie ein Ward steht. Andererseits werden sie ja auch den Observer-Ward finden durch das D-Warden, von daher wäre es für Northern Lions nicht so der Rückschritt, wenn sie da jetzt eine Sentry-Ward drauf werfen. Kommt drauf an natürlich wo. Sentry-Ward hier hinstellen oder so, dann ist sie natürlich umsonst. Aber sie versuchen jetzt halt mit dem Smoke auf die Top-Lane. Blinkt der Sand King, ist klar. Erster Stun, zweiter Stun, ja, nicht mehr gebraucht, Mana-sparend. Easy Kill für den Skywrath Mage, der mit seinem ersten Mystic Flare hier schon auch seinen ersten Kill bekommt. Tja, 5 zu 2 steht es. Ein Kill haben Borderdash Gaming bisher bekommen. Ansonsten nichts. Mud Golems, das freut sich im Battle auch immer. Mud Golems, seriously? Oh, Weed or Weed hat hier kein gutes Game, muss man einfach sagen. 1500 Gold geht immerhin noch, wird wahrscheinlich in 14 Minuten oder so seinen Blinkdagger bekommen. Allerdings, ja, Sand King ist halt schon soweit. Wurde aber jetzt gescoutet, von daher wird Silencer da nichts bekommen. Alle rotieren in den Dschungel, von daher passiert hier was, aber Weeder Weed sollte bis dahin schon tot sein. Verliert Gold, aber könnten eventuell einen Skywrath Mage noch rotierend bekommen, ja, Stun ist draußen. Aber Epicenter ist gechannelt und jetzt muss die Venture Spirit aufpassen. Aber ja, kein Follow-up. Reicht nicht ganz. Und Sari Team muss hier einmal über die komplette Map wegrennen, was anscheinend aber funktionieren wird. Kein Mana auf den Ogre Magi, beziehungsweise natürlich ist der Soul Ring da, also eigentlich schon. Kommt weg, 1 zu 1 getradet, aber Support für den Batrider ist wieder ein Trade, der sehr gut für Northern Lions funktioniert. Dementsprechend die beiden einzigen Male, wo sie Kills abgegeben haben, war tatsächlich mit einem guten Trade. Und jetzt muss er gucken hier, Cold Snap ist down. Wow, das macht doch einiges an Damage hier. Mit den Vorspiels, Minus Armor und doch nicht schlechten 120 Damage. 130, 140. Under den Invoker, den Silence auch noch auf dem Rücktritt, was Dump Tower noch umbringen. Ja, auch schon Force-Staff für den Invoker draußen mit dabei. Das klingt der jetzt auf Center Tower, das sieht halt jetzt richtig übel aus. Jetzt müssen Borderdash Gaming richtig aufpassen, dass sie da nicht. Ja, dass sie da nicht überfahren werden. Könnten eventuell die Dooser finden. Aber rotieren lieber in die Mitte. Und finden hier einen Ogre Major, der ein relativ einfacher Kill ist. Bitter, 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 dass da Borderdash Gaming halt immer so ein bisschen out of position steht. Beziehungsweise können halt nicht so viel tun. Ah, das war vielleicht ein bisschen aggressives. Aggressives, müssen hier die Stampede benutzen, um da wegzukommen. Aber schöner Swap und eventuell. Oh, was ein Invis. Das war ganz knapp vor dem Hit. Und auch die Venture hat sich umgebracht. Schön, dass die Luna da reinkam. Auch richtig schönes Stampede und richtig schnelle Finger vom Invoker, um da noch den Ghostwalk zu aktivieren. Schön gemacht und ja, überzeugend. Zwei Kills hier geholt. Zu Null mit einem Ultis, aber hey. Eventuell kriegen sie dafür sogar einen Tower. Der zweite Tower, zusammen mit dem T2, den die Luna da schon unten schon auf der Bottomlane gepusht hat. Das sieht richtig schlecht für Borderdash Gaming aus. Gucken uns mal, Networth geht weiter nach oben, fast ja, 14 Minuten und ungefähr 10k Gold. Und die XP sieht ähnlich aus, richtig übel. Können jetzt sogar in den Jungle rotieren. Und Batrider hat immer noch keinen Blinkdagger. Das ist halt richtig bitter. Klar ist es erst 14 Minuten, ist es noch okay, den Blinkdagger zu bekommen, aber also so wie es das Game anfühlt, ist es halt hier irgendwie in 4-5 Minuten vorbei, wenn es halt so weitergeht.
10 zu 3 für Northern Lions. Technically 10 zu 2, wenn man den Suicide einrechnet. Und ja, finden hier eventuell sogar den Medusa. Es sieht so danach aus. Und das, ja, würde komplett den Nagel draufsetzen. Schöner Global Silence, der hier Schlimmeres verhindert. Aber ich glaube nicht, dass es reicht. Schöner Swap allerdings. Da könnte eventuell was passieren. Sunstrike hittet und schöne Mystic Flare. Scarlet Mage wird mit seinem Leben bezahlen, aber der Schaden ist getan. 1 zu 2 wieder einen Support für den Carry getradet. Und das ist halt das, was für Northern Lions gerade richtig gut funktioniert. Wenn sie halt weiter so machen, glaube ich nicht, dass das einfach was zu stoppen ist. Besonders wenn jetzt hier auch so Solo-Kills auf den Silencer laufen, der halt ohne Force-Death halt absolut squishy ist. Jetzt auch auf Midas getan ist, also ein Catch-Up-Midas in dem Sinne. Tja, sieht nicht so gut aus. 12 zu 4. 12 zu 4 und das war es immer bisher mit dem Scarlet Mage, oder? Zu viel, ja. Jeder Kill ist im Scarlet Mage. Die Evasion ist da richtig am Fieden. Aber ja. Prinzipiell Solo-Kills und oder Evasion hat sich hier für ein oder zwei Helden geopfert. Immer Cores und hat halt quasi sein Leben so teuer wie möglich verkauft. Ein weiterer Bait ist es hier von Invoker wahrscheinlich mit einem Epicenter Sand King dahinter. Auch beide Supports könnten sie durchaus hier goen. Und ja, das ist ein Go. Das Epicenter ist draußen und easy beide zwei Kills. Und Northern Lions sind on fire. Und ja, Border Dash Gaming werden hier richtig überfahren. Da müssen sie jetzt gucken. Eventuell könnte es sogar schon so eine der... Also, bin mir nicht sicher. Northern Lions könnten die High Ground gehen. Und ich weiß auch nicht, ob was Border Dash Gaming dagegen tun kann. Also klar, wenn die Supports zurückkommen, wird es wahrscheinlich wieder umdrehen hier, aber stun einfach rein auf den Silencer. Aber ja, kann auch nicht alleine nicht so viel dagegen tun. Mystic Flare wird tatsächlich noch geopfert, eventuell, falls ein Global Silence da war. Aber ich glaube, nach der Mystic Flare jetzt hier müssen sie auf jeden Fall zurück. Battler hat seinen Link Dagger. Könnten hier eventuell bald mal einen Go machen. Aber das hilft halt alles nichts. Der Tower hat die Hälfte an Damage bekommen, sie haben den Silencer verloren, beinahe Defense. Und ja, sieht nicht so gut aus. Komplettes Manta-Style fertig für Luna nach 16 Minuten mit Helm of the Dominator und Portraits. Das ist fett. Das ist richtig fett. Und die Medusa, ja, die Pinks kommen raus. 15 Sekunden für die Mystic Flare. Mal schauen. Finden hier die, finden drin, Stun, Sunstrike, easy kill. Ja, noch nicht, aber ja, jetzt. Richtig übel. Die TPs kommen da rein. Aber sie finden nichts mehr, knapp wegtippiert vom Sand King. Aber auch wenn, Northern Lions sind mit 4 Leuten hier oben. Haben, glaube ich, noch, naja, haben keine Stampede. Aber sind halt komplett dort und sind halt wesentlich mehr gefarmt als der ganze andere Rest. Und der Warriors hier wird wahrscheinlich demnächst mal einen Force-Death zuleiten. Oder wird halt einfach mit der Stampede die ganze initiaten. Geht natürlich auch. Stun und Kill. 17 zu 4 für Northern Lions, die hier ein überragendes Spiel abliefern und richtig starkes Lineup gedraftet hat, was gerade richtig perfekt funktioniert, muss man ganz einfach sagen. Zum einen wegen CyberT, der zur richtigen Zeit seinen Blinkdagger bekommen hat und am Early Game alles gut gemacht hat. Zum anderen halt, weil Evasion die richtigen Trades findet und sich immer so rein tradet, dass Northern Lions immer vorne rauskommen. Ja, Ingman farmt und Phantom XP kriegt die Solo-Kills auf der Middle Lane. Dementsprechend natürlich alle vorne. Dog in the House versucht sein Bestes hier, das Ganze zu machen. Ist jetzt 0 zu 2, aber jeweils mit 3-4 Leuten und richtig viel Aufwand, wo die Medusa hier down bekommen. Ist halt im Farm noch eigentlich ganz gut dabei. Die Frage ist halt, ob es genug ist, um Border Dash Gaming dabei zu halten. Und es war letztes Mal mit einem, ja, mit einem Lifesteal schon nicht genug. Und da sieht man auch schon, wir sind hier zu dritt, beziehungsweise zu zweit einfach nur mit Sunstrike dabei und können halt jeden Hero solo killen, den sie finden. Also, ja, solo, wenn man sie als Gruppe nimmt. Das ist natürlich übel. Sand King, ja, knapp daneben, aber ich glaube, es reicht auch so. Ja, tatsächlich nicht ganz. Double Stun, sehr schön gemacht. Ich glaube, es ist draußen, aber die Luna, die Glaives, die bouncen und ätzend. Hat auch die Glaives dran und ich glaube, das sieht nach dem ersten Rex und eventuell GG aus. 18:40.
Büroschaden? Nee, 1840 Highground, 1840 Rex, keine Ahnung. Oder einfach nur vertippt. Aber ja, das sieht mir sehr stark nach GG aus und GG kommt von Ventures Build. Da gehen sie einfach durch und sagen, hier, wir sind zu weit vorne. Das können wir locker machen. Ja, eindeutiges GG und richtig starkes Line-Up von Northern Lions, dass sie hier richtig überzeugend runtergespielt haben. Same Password again. Für das nächste Match, ich bin Sisterson. Dota, Edges und Dota und das Spiel 2 der ESL Thinkfast Razor League Qualifies 4 im Finale zwischen Northern Lions und Bottleneck Gaming beginnt in Kürze. Bis dann, auf Wiedersehen.